Bisher bei Driver San Francisco. KEOC Lunchtime, Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung die Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Driver 5. Ja, ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage. Wie kann man Platin benutzen? Damit habe ich euch hier aus der letzten Aufnahmesession entlassen und wollen wir mal schauen, ob sich das jetzt herausstellt, wofür man Platin nutzen kann. Wie fährt denn bitteschön mein... Hä? Wie fährt denn bitte mein Ich, wo ich nicht drin bin? Okay, gut. Gut. Story. Freeway Inferno. Die Entführung der Ammoniak-LKW verhindern. Alle Einheiten, uns wurde eine Entführung gemeldet. Warum muss sowas immer nur am Schichtende passieren? Ja, weil man es da am besten brauchen kann, Jones. Das Ziel ist ein Konvoi von Ammoniak-Tankzügen auf dem Freeway. Okay, wir haben eine Chemikerin, wir haben Platin und wir haben Ammoniak. Was kann man daraus machen? Hol den Tankwagen ein. Ja, ich bin noch dabei. Was wollen die denn nur mit dem Ammoniak? Na, das Zeug stinkt wie ein Stadionklo und brennt wie Raketentreibstoff. Dann sollte es wohl besser nicht in die falschen Hände gelangen. John, Mann, guck mal! Der Tanker fährt echt deutlich zu schnell. Das muss einer der entführten Tankzüge sein. Haben sich wohl vom Freeway verdrückt. Das war ein Fehler. Stoppen wir sie. Wird Zeit, diesen Tanker auszuschalten. Ah, shit, kann ich nicht. Also ich kann nicht reinschiften. Mal gucken. Haben wir hier vorne noch irgendwo einen Truck oder sowas, der es aufhalten könnte? Nehmen wir mal den hier. So. Das war schon mal nix. Da ist ein Bus. Mal gucken, ob das damit klappt. Aha. Ist sonst noch irgendwo ein Bus? Da ist einer, aber den muss ich erst umdrehen. Halt! Stopp, stehen bleiben! Hier ist ein Polizeiauto und ein Polizeiauto und Feuerwehreinsatzwagen. Mal gucken. Also, geht doch. Na komm. Gucken, Bus hier. Ups, das war schon mal falsch. Nehmen wir mal den hier. Der fährt auf jeden Fall mal in die richtige Richtung. Und? Ah, Mist. Noch ein Treffer. Haben wir hier noch irgendwo was Großes? Kein VW-Bus. Nehmen wir mal hier den GMC. Warum lässt du ein Kind fahren? Das habe ich doch schon gesagt, Liebes. Heute ist Bring deine Enkelin mit zur Arbeit Tag. Und ja, das hier ist meine Arbeit. Na komm, und das war's.
können. Das will ich auch können. Noch zwei Tankwagen sind in feindlicher Hand. Ich werde ihn... Ups. Ja, ich wollte den Funkspruch jetzt eigentlich jetzt nicht abbrechen. Aber okay. Komm schon, Mann. So, diesen auf dem Highway, gut. Ah, es sind auch kleinere Tanklastzüge, so wie ich gerade sehe. Zwei Tanker gegen einen Tenner. Oh, sah schon mal schlechter aus. So, gibt's irgendwo eine Stelle, wo ich... Ah, ein Bus, super. Shit. Na gut, dann nehme ich eben den da. Und zack. Ist 2,5 Kilometer vom Ziel. Gut, da muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Aber hier haben wir nochmal einen Bus. Sogar die richtige Stelle, da kann ich sogar wechseln. So. So, schnell drehen und direkt den nächsten Truck nehmen. Der erste Tag in einem neuen Job ist immer hart für mich. Und heute ganz besonders. Ach, wo ist mein Helm, wenn ich ihn brauche? Ach, du trägst sonst einen Helm? Ich versuch mal... Ne, nicht mit dem Jaguar, das ist zu schade. Nehmen wir mal... Toll, hier ist ein geiler Übergang, aber kein Auto. Nehmen wir mal den Bus hier. Komm hier, du. So. Komm her, du. Zwei weg, einer übrig. Na komm, so. Verdammt. Ja, ein Tankwagen. Ich sollte mich vielleicht nicht selbst ausnocken. Nehmen wir mal den hier. Das müsste eigentlich klappen. So, und... Ansonsten versuche ich es jetzt wirklich mal mit den ganzen anderen Zivilautos. Bringt zwar nicht viel, aber immer ein bisschen... Was, wenn ich nicht von anderen Spasten aufgehalten werde? Komm, nimm mal ein Taxi. Ah, bringt auch was. Die werden gestoppt. Ich melde mich mal bei Joe. Okay, Ammoniakraub gestoppt. Freut mich. Gut. Erinnerst du dich an Karl, wie war's noch, Krug, Krog? Mieser Pokerspieler. Ja, ich erinnere mich. Der hat gedealt für Jericho. Sieht aus, als würde er Karriere machen. Mann, das schmeckt mir nicht. Was verdammt plant dieser Jericho denn? Würde mich auch mal interessieren, was Jericho plant. Ich verstehe es nicht. Warum würde Jericho drei Tankwagen mit am... Hey, wen rufst du an? Jericho interessiert sich sehr für Chemie. Ich glaube, wir sollten das auch tun. Detective Tanner? Hallo Sarah, hier Detective Jones.
Wir dachten, Sie können uns vielleicht ein paar Fragen beantworten. Schießen Sie los. Ammoniak braucht man für Dünger, oder? Das und Reinigungsprodukte. Okay, und wenn man dazu noch einen Haufen Platin zum Spielen hätte? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Cyanid? Ja, Cyanidgas. Wird meist im Bergbau eingesetzt. Ist aber so schlimm, wie es klingt. Auch niedrige Konzentrationen sind extrem giftig. Sarah, wenn ich Ihnen knapp 20.000 Liter Ammoniak gebe, wie viel Gas können Sie herstellen? Keine Ahnung. Sehr viel. Genug, um ein Stadion zu füllen? Mindestens. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Wahrscheinlich nichts. Danke, Sarah. Giftgas. Das klingt echt nicht gut. Jericho hat, glaube ich, vor, die komplette Stadt zu vergiften. Jericho versucht, Cyanidgas herzustellen, und zwar genug davon, um die halbe Bay Area auszulöschen. Vielleicht sollte ich ein paar Gefallen einfordern. Vielleicht bekommen wir Krug wegen einem Formfehler raus. Dann verwanzen wir sein Auto und sehen, wohin uns das führt. Schauen wir mal. Hey, John! Haben Sie das gesehen? Seine Augen haben sich bewegt. Ich will keine falschen Hoffnungen schüren, Detective. Wir können nur abwarten und es gibt keine Garantie. Ich glaube, das hier ist jetzt der dritte und letzte Part der Stadt, der freigegeben ist. Kapitel 4, Menschenjagd. Ich kann mich da aber auch täuschen. Also ich glaube, da entweder ist das hier der letzte Part oder es wird noch... nicht Cyanidgas. Und viel davon. Jones, das ist übel. Jericho und C-Bomben. Ehrlich. Als wir den Anruf bekamen, dachte ich nicht, dass wir eine Terroraktion verhindern. Aber wir haben sie verhindert, oder? Nein, so leicht können wir seine Pläne nicht ändern. Das ist eine Nummer größer. Entweder ist das der letzte Bereich, der freigegeben wurde, oder es kommt noch einer. Das wollte ich fertig sagen. Oh, die machen hier sogar Werbung für Bose. Das finde ich ja cool, finde ich ja geil. Dass sie auch dafür die Lizenz haben. Nicht nur für... Wie viele Autos sind es? Mindestens 120 oder 240 Autos. Also wirklich Fabrikatslizenzen. Ich glaube, bis zur nächsten Aufnahmesession informiere ich mich da nochmal. So, dann arbeite ich mich mal von Norden nach Süden. Vorsichtig verhandeln. Oder ihr sammelt Kathy mit dem Staubsauger auf. Macht's einfach! Sag Kathy, dass wir auf dem Weg sind, Liebes. Hey Kathy, hier ist Loretta. Wir haben die Sprengsätze und sind bald am Abrissort, so in... Planänderung. Fahr zum 101 und warte auf weitere Anweisungen. Hey, was? Ist Kathy da? Mund halten und auf den 101. Oder ihr sammelt Kathy mit dem Staubsauger auf. Tut's einfach. Okay, das war zwar jetzt eine andere Stimme, als ich kurz bevor ich reingeschiftet bin, aber okay. Okay, wer zum Teufel ist da? Der Weihnachtsmann. Wirklich sehr witzig. Lass Kathy ran. Nein, witzig ist, was mit euch passieren wird, wenn ihr unter 95 fahrt. Und die Bombe unter dem Truck hochgeht. Stimmt das nicht, Kathy? Tut, was er sagt. Er hat eine Pistole. Über 95 fahren oder explodieren? Da fällt die Wahl nicht schwer. Okay, das ist jetzt... Also die Sache ist aus Speed geklaut, aus dem Film. Bist du denn irre? Hey, wer immer sie sind, wir haben einen Haufen Sprengkapseln geladen. Oh weh, oh weh, oh weh. Nur nicht über Straßenschwellen fahren. Wenn sie uns töten wollen, warum nicht, als wir den Zündschlüssel umgedreht haben? Größere Pläne. Ich beobachte jede deiner Bewegungen. Jede meiner Bewegungen? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der mich als Tanner meint und nicht mich jetzt als der eigentliche Truckfahrer. Wohin fährst du, Pop? Wenn die Ladung hochgeht, dann an einem sicheren Ort. Aber wir sind nirgends sicher, wenn sie hochgeht. Ich lass mir was einfallen. Hey, willst du, dass die verdammte Bombe hochgeht? Ist ja schon gut, ich bin doch schon über 95. Reg dich ab.
Das ist auch gar nicht so einfach mit so einem, mit so einer extremst schwerfälligen Karre. Warum passiert das alles? Ja, warum machst du das? Hat Jericho dich darauf angesetzt? Jericho? Meinst du etwa, ich bin so ein zweitklassiger Krimineller? Ich mach das für den Kick. Du terrorisierst unschuldige Leute. Du solltest es selbst mal ausprobieren. Angst ist Macht. Ich könnte die ganze Stadt stoppen. Oh, Scheiße. Mit einem einzigen Anruf. Und jetzt schön vorsichtig fahren. Ich hätte anders fahren sollen. Na, egal. Du wirst leichtsinnig. Ha, aber für dich wird's reichen. Daddy, das Zeug auf der Ladefläche ist nicht stabil. Genau wie der Mistkerl, der uns die Bombe eingebaut hat. Man muss nehmen, was man kriegt. Oh, verdammt, da hätte ich links abbiegen sollen. Na gut, dann wird eben der Part des Videos etwas länger. Gut zuhören, Loretta. In ein paar Sekunden musst du uns beide aus dem Führerhaus rausbringen. Uns beide? Willst du... Die Bombe erledigt ein anderer. Vertrau mir. So.